Und für die Freien Wähler hat sich jetzt Alexander Mutmann gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir waren mit dem Landesentwicklungsprogramm auch nicht zufrieden. So wie es jetzt verabschiedet ist, ist es auch weitgehend nicht wirksam, weil es doch in großen Teilen sehr unverbindlich und vage bleibt. Insofern hatte das letzte Landesentwicklungsprogramm immerhin noch geradere auch Leitplanken, die wir auch brauchen. Wenn wir jetzt über Verbesserungen des Landesentwicklungsprogramms reden und die beiden Anträge befassen sich ja damit, muss man, glaube ich, dem Grunde nach schon noch einmal zunächst sich klar machen, was das Landesentwicklungsprogramm leisten kann und was es leisten muss. Natürlich ist es ein überörtliches Programm. Es muss auch ein übergeordnetes sein und vor allem auch ein überfachliches, das alle Aspekte der Landesplanung, der Landesentwicklung zusammenführt und da in vielen Bereichen auch zu einem Ausgleich kommt. Und aus diesem Grunde ist, lieber Kollege Stümpfig, der Antrag der Grünen halt schon systemisch falsch, wenn er postuliert, dass das oberste Ziel die Einbettung klimafreundlicher Konzepte sein muss. Natürlich ist das Thema Klima eine ganz wesentliche Frage, aber man kann nicht bei einer Aufgabenstellung des überfachlich zu steuern und eine Entwicklung vorzugeben, ausschließlich an einem fachlichen Ziel ausrichten und das sozusagen in einer Art priorisieren, dass alles andere dem nachzufolgen und unterzuordnen hat. Aus diesem Grunde können wir auch diesem Antrag nicht unsere Stimme geben, können ihn nicht unterstützen. Das ist zu sehr auf dieses Thema Klima ausgerichtet. Anders ist es hinsichtlich des SPD-Antrages, den wir schon unterstützen wollen und können, wenngleich auch da ein paar Fragen offen bleiben. Richtig ist, dass noch einmal im Rahmen der ja auch seitens der Staatsregierung zugesagten, ebenfalls vom Landtag in Auftrag gegebenen Überarbeitung des zentralen Ortesystems, man auch über diesen Aspekt hinaus das Landesentwicklungsprogramm noch einmal überarbeiten muss. Das ist völlig ausgespart worden. Das hat schon der Landtag der 15. Periode in Auftrag gegeben. In der letzten Periode ist da nichts geschehen. Und in dieser Periode warten wir jetzt auch schon eineinhalb Jahre auf die Vorlage dieser überarbeiteten zentralen Orte. Und es ist wichtig, und ohne zentrale Orte wird das auch mit einer vernünftigen Landesplanung nicht gehen können. Der vielgescholtene Zukunftsrat mit seinem Gutachten, wo ja viele Dinge falsch waren und der zu Recht auch dieses Gutachten wieder eingepackt hat, hat aber einen gedanklich richtigen Ansatz, dass eine Landesentwicklung auch über zentrale Orte, über Versorgungsaufgaben für größere und kleinere Regionen zu organisieren ist, nicht nur über sieben, wie das Zukunftsrat das gemacht hat oder machen wollte, aber über drei Ebenen der Grund-, Mittel- und Oberzentren. Aber da muss man dann auch sehr deutlich zum Ausdruck bringen, was diese Orte dieser zentralörtlichen Bedeutung unterschiedlicher Stufe zu leisten haben, was sie zu erbringen haben und vor allem auch, wie der Staat diese Aufgabenerfüllung der zentralen Orte sicherstellen oder zumindest unterstützen will. Dass die SPD jetzt da im Vorfeld der Erarbeitung oder dieser Überarbeitung ein Dialogverfahren vorschlägt, wird wohl aus dem Ergebnis des Dialogverfahrens im Zusammenhang mit der Energiewende herstammen, sei es drum. Und wir halten auch die Fragestellungen wichtig, die da nochmal angesprochen worden sind, insbesondere, dass sich in diesem Rahmen dieser Beratungen auch die Frage starker Wirtschaftsregionen und insgesamt gleichwertiger Lebensbedingungen in ganz Bayern
nochmals aufgeworfen werden müssen. Und das kann man eben nicht allein über die Fragestellung klimafreundlicher Konzepte regeln, sondern muss auch andere gleichwertig wichtige Aspekte und Prioritäten der Politik daneben stellen. Und deswegen können wir durchaus dem Antrag der SPD unsere Zustimmung geben. Auch da würde mir die eine oder andere Fragestellung, der eine oder andere Aspekt noch fehlen. Insbesondere sollte in diesem Dialogverfahren, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, schon auch die Frage regionaler Entscheidungskompetenzen noch stärker diskutiert werden, weil ich nicht glaube, dass alles im Landesentwicklungsprogramm und nicht alles von München aus, selbst nicht einmal mit Zustimmung des Landtages, der ja da erforderlich ist, entschieden werden kann, sondern dass wir schon auch den einzelnen Regionen auch ihre Möglichkeiten der Entfaltung nach eigener Schwerpunktsetzung geben sollten, weswegen neben den genannten Aspekten zumindest auch und ergänzend die Frage, wie können wir den einzelnen Regionen oder wie können wir die einzelnen Regionen darin unterstützen, ihre für richtig empfundenen Entwicklungen auch zu steuern, maßgeblich selbst in die Hand zu nehmen. Wie kann man das staatlicherseits unterstützen? Über ein Landesentwicklungsprogramm, aber auch über Regionalbudgets und andere Aspekte. Im Großen und Ganzen aber ist das der richtige Weg. Und richtig und wichtig ist an beiden Anträgen natürlich, dass das, was wir derzeit haben, als Landesentwicklungsprogramm völlig unzureichend ist und dass es höchste Zeit ist, dass endlich die Überarbeitung der zentralen Orte als elementarer Bestandteil eines solchen Landesentwicklungsprogramms auf den Tisch kommen muss. Der Landtag hat dazu zweimal die Staatsregierung beauftragt. Ich bin gespannt, wann dieser jetzt auch bestehenden Verpflichtung Folge geleistet wird. Wir werden den SPD-Antrag unterstützen und müssen aber aus genannten Gründen den Antrag der Grünen ablehnen. Herzlichen Dank.